So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, nein, wie man den Titel entnehmen kann, zu dem Video schlechthin von Might and Magic 5 Swords of Azin. Ja, leider, Popeider, habe ich mich schlau gemacht und das, was ich herausgefunden habe, war tatsächlich genau das, was ich befürchtet hatte. Die Grinderei ging los. Das heißt, ich hätte mich dadurch Horden von immer gleichen Guard-Bots durchkämpfen müssen. Na, Stufe 1 haben wir kennengelernt, hat dann gut funktioniert. Stufe 2 war schon krasser. Da sind wir auch durchgekommen. Und dann Stufe 3 sind wir komplett gescheitert. Aber verzagt nicht, denn danach kommt noch der Autobot. Und der Autobot hat nicht nur eine Rüstungsklasse von 90, nein, er hat eine Rüstungsklasse von 100 Rüstungspunkten. Das heißt, ewiges, stumpfes, dummes, hirnloses Grinden ist leider das letzte Gebiet des Spiels. Und ich bin, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, nicht unbedingt ein ganz großer Freund davon, dass ich also mich immer wieder durch die immer gleichen Monster durchknüppel, die ganze Zeit nicht treffe. Nur um, naja, zumindest bei mit den ersten beiden Leveln an Guardbots so ein bisschen aufzuleveln sozusagen und dann stärker zu werden, besser zu werden und dann, ja, weiterzumachen mit was? Mit den nächsten, mit Level 3 an. Dann versuche ich es an denen die ganze Zeit. Auch da ein paar davon Platz. Und das Ganze hat übrigens 6 Level, 5 oder 6 Level, das Schiff. Ja, es ist ein Schiff, es ist kein wirklicher Metallturm, es ist ein abgestürztes, also im Boden, oder so ein bisschen, ja, ich denke mal mit dem, mit der Kehrseite aus dem Boden ragenden Schiff, ist wahrscheinlich so eine Art von, weiß ich nicht, was ist das, Triebwerk oder so, keine Ahnung, was da rausguckt. Auf jeden Fall ist das Ganze ein Raumschiff, wie man sich schon gedacht hat, geht über 6 Level, danach muss man natürlich wieder den Reaktor hochladen und dann abbauen, dann macht's bumm. Anscheinend ein sehr, sehr enttäuschendes Ende, aber das ist ja leider, das ist leider typisch für die Serie. Da gab es ja nie wirklich mal was richtig, richtig Gutes, wo man sich gedacht hätte, boah, da habe ich aber jetzt Lust drauf. Ja, so ist das nun mal. Und deswegen, bisschen leiser, so ist fein. Deswegen wird es das nicht mehr geben. Leider. Denn bis dahin hat es wirklich abartig Spaß gemacht, ne? Die vorletzte Folge, wo ich mich auch mit den Drachen angelegt habe, mit diesen Wolkendrachen oder Himmelsdrachen und dann dieser Feuerdrachen, wo ich mich dann schön vorbereitet habe, alles an Boni in der Welt mitgenommen hat. Genau so sollte das eigentlich sein, ja, dass man knallharte Gegner hat, die, wenn man sich richtig gut anstellt, seine Karten gut ausspielt, dann, ja, dass man dann eben auch was reißen kann, auch mal was Krasseres platt machen, wie zum Beispiel hier diesen Minotaurus, der uns am Anfang so richtig schön auf die Nuss gehauen hat, aber naja, verlustreich zwar im Nahkampf, aber zack, da ist der erste weg. Aber es hat funktioniert, ja. Gegen später hat es dann nur noch bei den Drachen funktioniert, denn die Bots, das wäre wie gesagt ein endloses Gegrind gewesen oder geworden und da habe ich gesagt, das mache ich so nicht mit. Man hätte natürlich auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht die Quasi-Tiefsee, also das Wässerchen da mitnehmen können. Diese Nordsee, nenne ich es einfach mal, die im Nordwesten der Mappe. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Allerdings auch nicht unbedingt, das, was ich mir so ausgemalt hätte. Oder wo ich so am meisten Lust gehabt hätte, ehrlich gesagt. Denn das wäre auch nur wieder, ja, der Zweck wäre nur stumpfes Grinden gewesen. Das heißt, dann hole ich mir halt die XP. Wäre vielleicht mit diesen Tidal Terrors und diesen anderen Viechern noch ein Stüfchen aufgestiegen, vielleicht sogar 2, wer weiß es denn. Aber im Endeffekt hätte man es durch die immer gleichen Gänge in einem Raumschiffchen kämpfen können. Die sind auch nicht besonders groß, die Räume. Man hat also nichts verpasst. Man hätte einen Autobot, aber da kann man sich auch ein Video angucken. Irgendwer hat es auch schon mal gespielt auf YouTube, aber ich muss sagen, für mich ist das hiermit abgeschlossen. Ja, der Grund ist einfach, wie gesagt, das macht so keinen Spaß. Und ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, wenn ich mir überlege, wie viel Spaß eigentlich das Spiel vorher gemacht hat, ja, mit den ganzen Karten, die man sich angefertigt hat. Na gut, die Karten gab ja zum Glück eine. Aber mit den ganzen Listen, die ich angefertigt habe, wo ich die Sachen rausgeschrieben habe, dann am Schluss nochmal die Zaubersprüche. Und das finde ich ja das Hirnverbrannteste überhaupt. Ich habe am Schluss Sand
Sandtown gerettet und bekomme die tollsten Zaubersprüche. Kauft die mir, habe ja extra das Geld angehäuft und so, war schön sparsam. Und dann komme ich da raus und kann die Zauber nicht nutzen. Also welcher Schwachkopf sich das ausgedacht hat, dann gibt denen von mir aus, was weiß ich, eine hohe Resistenz, dass die halt nur halb so viel Schaden machen oder von mir ist auch nur ein Viertel. Aber ich möchte dann diese krassen Zauber zumindest mal benutzen oder was auch immer. Ja? Aber dass nicht mal das der Fall war, das fand ich ehrlich gesagt schon richtig krass. Wäre auch schön gewesen, wenn irgendwie, keine Ahnung, du betrittst ja das Ding und jetzt wird die Welt wieder bevölkert, weil bla bla, hier die Terraforming Sequenz aktiviert wurde und dann ist die ganze Welt wieder bevölkert und wenn man dann wirklich, da könnte man sich zum Beispiel nochmal durch die ganze Welt kloppen, ja, dass also die ganzen krassen Viecher wieder da sind. Das wäre zum Beispiel nett gewesen, so allerdings einfach nur da drin rumkloppen, richtig mies. Naja, und wie gesagt, sehr enttäuschend, denn eigentlich, ja, eigentlich hat es richtig, richtig Spaß gemacht bis dahin und hätte mir ehrlich gewünscht, dass es so im selben Schema weiterliefe. Also, dass man sagt, man, keine Ahnung, man wird immer stärker, hat vielleicht auch mal härter Gegner. Natürlich hätte ich, wie es in den letzten Folgen gemacht habe, auch nicht unbedingt alles, ja, mir erschießen müssen hier. Von wegen, ich stelle mich in den Berg und knall die Viecher ab oder ich stehe im Wasser und die Viecher können nicht ins Wasser, also knall ich sie ab. Ja, hätte man natürlich auch anders lösen können, vielleicht ein bisschen, ja, günstiger, dass man sagt, weiß nicht, man geht wirklich in den Kampf, da hätte man aber wieder laden müssen, eventuell wieder zurück müssen und so weiter. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber nicht unbedingt. Ja, hätte es auch nicht den Kohl jetzt auch nicht mehr wirklich fett gemacht, von daher eigentlich auch relativ egal. Und ja, deswegen habe ich das dann auch nicht gemacht, sondern habe einfach mal so eine kleine Abkürzung gewählt. Kennt man ja, nutzt ja sowieso jeder. Also warum nicht? Genau. Heilige sind wir ja alle nicht. Ja, ansonsten, Spiel an sich, großartig. Ja, vom Design her, naja, sage ich mal, die Karte hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen mit diesem Schnitt in der Mitte. Ja, es erinnerte stark an Darkside. Da muss man ja auch erstmal im Süden langlatschen, also nach Osten, also von daher ist es ganz okay. Bis man dann über die, ja, Sandcaster, wie hieß denn das auf Deutsch? Ist auch Sandstadt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Darüber konnte man dann auf jeden Fall in die Wüste. Und da gab es dann auch diese Greifen, die man ganz, ganz am Schluss nochmal gesehen hat. Da waren ja auch nur 4 Stück von bei Swords im Nordwesten. Ja, an sich, dass dieses Gebiet allerdings oben so nutzlos war und einfach nur so eine kleine Insel mit 2 Bergen und ein paar Bäumen und dann die Hexen und die Dings. Das hätte man vielleicht schöner machen können. Vielleicht ein bisschen verschnörkelter, dass es in so einem Lavabecken ganz am Ende liegt oder sowas, dass man so ein bisschen sich da durchkämpfen hätte müssen. Das wäre vielleicht angenehmer gewesen, dass das Meer nicht so riesengroß ist. Ja, das wäre auch eine Idee gewesen, aber gut, das ist ja eigentlich relativ wurscht. Von den Dungeons, ja, die waren ganz nett, nicht zu krass, wobei, ja, die Boni waren ja auch reichlich verteilt mit den ganzen Fässern. Hier mal plus 5 davon, dann mal plus 5 hiervon oder diese komischen, diese Springbrunnen. Bei diesem komischen Flammending, also mit diesem Stab, dass der Berge in den Boden gerammt hat und dann immer Pause machen musste. Das war ja auch ganz nett, ja? Weil da hatte man dann 3-mal, glaube ich, konnte man Sachen dann verbessern. Das fand ich auch angenehm. Da muss man sich mal aussuchen. Wurde dann immer stärker, aber wie gesagt, ganz am Schluss hat man endlich Sandstadt gerettet und denkt, jetzt geht's weiter. Und ja, im nächsten Schritt ist nichts von dem, was man braucht, noch sinnig. Natürlich hätte man sagen können, gut, dann nutzt man die Sachen und geht damit sozusagen auf hohe See und benutzt dort dann sein Inferno und sein Sternen, wie hieß das noch? Starburst, genau, Sternenfeuer heißt es, glaube ich, in späteren Spielen auf Deutsch. Das hier gab es ja gar nicht auf Deutsch. Das ist nie auf Deutsch erschienen jedenfalls, wurde nie übersetzt, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es irgendeinen Fanpatch, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das war ein bisschen schade, weil dann konnte man das alles nicht nutzen. Man hatte eh schon alles bereinigt. Ja, am Schluss, vor dem Schluss sogar noch, hatte ich die ganzen Minotauren ja auch weggeklatscht. Den Earth Blaster weggemacht. Weiß nicht, so ein Tidal Terror da in den Bergen versteckt und kaputtgeschossen oder kaputtgezaubert, nehme ich mal an, von außen. Das war auch nett. Ja, die Truppe an sich. Also wie gesagt, das Spiel ist halt ziemlich knackig. Das hat man auch gemerkt. Es ist ja auf Adventure wesentlich einfacher. Das war bei Dark Side of Zine genauso. Auf Warrior sind die knallhart. Also da muss man wirklich teilweise Glück haben, dass das Würfelglück einem auch hold ist.
Und da ist es halt nicht nur damit getan, dass ich die Werte schön ausbalanciere, obwohl ich ja irgendwann noch gemerkt habe, diese ganze Rüstungsgeschichte, die konnte man sich über kurz oder lang ohnehin in die Haare schmieren. Denn die haben ja gar nichts mehr gebracht. Ja? Das heißt, ich hätte eigentlich nur oder viel eher schon entweder auf die Resistenzen gehen müssen, dass ich nicht so krasse Feuer- und Eisschäden nehme. Ja? Das, man hat ja 6 Rüstungsteile und 6 Accessories, also Schmuck. Da hätte man dann vielleicht mal jeweils was Sinnvolles nehmen können oder die höchsten halt irgendwie, also nicht plus 2 Genauigkeit oder so ein Quatsch, sondern vielleicht mal hier 12 Feuer, da nochmal ein plus 10er Feuer, da hat man schon mal 22, einfach so. Ja. Hält schon mal wesentlich mehr aus, dann mit einem schicken Zauber ist man dann eben bei den 70er Werten oder 60er Werten oder was auch immer. Das geht dann relativ fix und das habe ich, naja, gemerkt. Es bringt halt nichts, auf Panzerung zu gehen oder kaum noch. Das war am Anfang so mit, was hatten wir da? Ogre hatten wir, Orks hatten wir. Einen Armadillo habe ich übrigens noch gefunden. Der war, ich hatte erzählt, dass ich diesen Jungbrunnen benutzt habe für die Zauberin, denn die Zauberin hatte sich ja unter Sandstadt, hatte sie sich leider mit einem, ja, mit so einem, wie hießen die Dinger? Irgendein Vampir wird es gewesen sein, der hat sie altern lassen, vielleicht sogar mehrfach. Oder waren es die Mummies? Das kann auch sein. Auf jeden Fall hat die, oder vielleicht hat die auch jedes Mal den Zauber abbekommen, weil sie so eine geringe Magieresistenz hatte oder so. Ich habe keine Ahnung. Die haben es auf jeden Fall gut in die Mangel genommen. Die hatte fast 300 Jahre auf dem Buckel und habe es gar nicht gemerkt. Ja, wollte mich dann vorbereiten für die letzte Folge und habe dann gesehen, ja, gibt's das? Da musste ich, weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang musste ich immer wieder. Musste ich aus dem Brunnen saufen lassen, wo ich da noch eine Münze geopfert hatte, um diesen Jungbrunnen benutzen zu können. Ich meine, bei Dark Side of Sin wäre das so ein Klick-Ding gewesen, zack, und du bist wieder deine unnatürliche Haltung, genau. Unnatürliche Alterung wird hiermit reduziert oder zurückgenommen oder wie auch immer. Ah, da ist sogar Sandstadt, sehr schön. Tomb Terrors, vielleicht waren das auch die, weil die machen das, glaube ich, die lassen altern. Aber so extrem? Ich weiß es nicht. Und sind die jetzt zum Schlag gekommen? Oh, gefährliche Angriffe. Naja. Ja, auf jeden Fall, die Kollegen haben sie altern lassen und da musste ich minutenlang, das sind Tage verstrichen, musste ich die ein Jahr nach dem anderen wieder runtersetzen. Also knapp 200 Mal muss, oder über 200 Mal muss ich das Ding anklicken, 250 Mal wahrscheinlich. Das war sehr unangenehm. Aber hat dann im Endeffekt ja funktioniert, habe ich dann aufgeplustert. Geplustert, da ist es wieder. Also ich habe mich gebufft, ja, und bin dann ins zum Metallturm. Ja, das war nett. Oder nicht so nett. Auf jeden Fall stand auch ein Armadillo rum. Direkt nördlich noch davon hatte ich ganz übersehen. Und was war das? Ach ja, da durfte ich einmal die Implosion benutzen. Oder einen Schlag hat es bekommen mit der Obsidian. Oder nee, Diamant. Großaxt, glaube ich, hatten wir ja gehabt bei der Diebin. Und danach noch ein Implosionsschuss drauf. Das macht ja 1000 Punkte Schaden. Ja, und da war das Ding mal in kürzester Kürze tot. Das war witzig. Ja, 2 Schläge und das Ding ist weg. Wo man sonst, gerade auch bei Darkseid am Anfang, man muss vor den Dingern fliehen. Am besten wegspringen. Weil die östlich von Sandcaster, also nördlich des Giftsees oder wie auch immer das heißt, da ist übrigens auch der Wunschbrunnen. Ja, da hauen die einem auch bei Dark Side of Zine richtig auf die Nuss. Und naja, dass dann Dinger mit 2 Schlägen weghauen, ist halt auch eine etwas merkwürdige Geschichte. Aber naja, wenn es funktioniert. Ja, die schönen Listen, die ich mir angefertigt habe, die kann ich mir jetzt. Na, ich werde es mir nicht in die Haare schmieren. Ja, vielleicht werde ich irgendwann mal World of Zine angehen, aber für den Moment natürlich nicht. Ja, ich werde auch mal. Vielleicht. Nee, ich glaube, ich lasse das. Der Plan war nämlich, dass ich dann einfach nur Darkseid benutze, weil Darkseid halt sehr schwer ist und in World of Sin kann man hin und her reisen und das macht das Ganze leider viel, viel, viel zu einfach. Dann rennt man nirgends gegen eine Wand, sondern kann einfach locker flockig durchrutschen, wenn man schön wechselt. Ja, wenn es jemand zu krass ist, dann wechselt man wieder auf die lichte Seite. Ist ja so eine Münzwelt. Die Dark Side of Sin und die Clouds of Sin sind die helle und die dunkle Seite der Münze. Also eine Scheibenwelt. Und, ja, das ist wie gesagt ein bisschen einfach bei World of Sin, aber naja, ich würde mal sagen,
sagt niemals nie. Vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht nicht. Vielleicht nur Darkseid, vielleicht nur Clouds. Keine Ahnung. Allerdings, oh, schönes Buffen. Ja, das war am Schluss auch leider Standard. Da ist dann vielleicht die Balance, das Balancing so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Finde ich. Da gab es dann einen zu großen Absprung und da hätte man vielleicht ein bisschen was an Zwischengegnern reinbauen können, damit man nicht, damit man auflevelt und nicht nur sich aufbauen muss, damit man ein, zwei Gegner platt kriegt, weil die waren ja am Schluss. Ja, so ein Video habe ich ja hochgeladen mit nur noch knallharte Gegner übrig oder so. Und das war ja tatsächlich auch der Fall. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Raumschiff, das mache ich nicht mehr. Das ist vom Tisch, das ist passé. Ja, damit sind wir quasi fertig. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte es gerne noch komplett gezeigt. Es ist halt wieder mal enttäuschend. Es kommt nur ein kleines so bisschen Text oder so. Cinematic gibt es, glaube ich, sogar. Ich weiß es gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es mir nicht wert, mich da jetzt wirklich stundenlang hinzusetzen, nur um auf den Level zu kommen. Denn ich habe schon Erfahrungsberichte gelesen, wo einer meinte, er sei jetzt Level 40 und er würde jetzt auch mal die Autobots klein kriegen mit den 100 Rüstungsklasse-Werten. Richtig angenehm. Sind zwar keine Prozente, aber 100 ist halt schon krank. Unsere hatten, glaube ich, weiß nicht, 70er-Werte, wenn es hochkommt, gebufft. Also ein bisschen verbessert, dann ein bisschen mehr. Ja. Aber haben wir auch das Blast am Anfang noch ganz oft benutzt, später überhaupt nicht mehr, weil warum soll ich Blast benutzen, wenn die mich sowieso, kaputt schlagen? Obwohl, bei den Rittern haben wir es nochmal verwendet, genau, mit wie das Power Shield, da haben wir dann ja beides zusammen so ein bisschen eingesetzt. Und da ist auch schon der Doom Knight. Ein Schlag und die halbe Truppe ist im Arsch. Genau, das, das haben wir am Schluss dann oft gesehen. Aber auch das war so lächerlich. Man hat ja die komischen Bots da, diese Guard-Bots, die hat man ja gar nicht, wie soll man sagen, das waren ja keine krassen Gegner, die einen so kaputt geschlagen haben, dass man nicht mehr wusste, wie man heißt, sondern die waren einfach nur, na, man hat sie nicht getroffen. Weil man ist ja relativ gut durchgekommen. Ich schätze mal, dass der Autobot dann auch wirklich richtig reinhaut und dass der dann die Leute kaputt schlägt. Oder sowas. Ja, bei Darkseid gab es ja auch zu spät die Exterminatoren und sowas, die dann quasi 20 Angriffe hatten oder was auch immer. Das war ja auch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Allerdings machbar. Und das hier, wie gesagt, ist nicht einfach so zu stemmen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Da, das war's mit Might & Magic Swords of Sin. Gibt's noch mehr? Ich weiß nicht. Hat Spaß gemacht. Bis dahin, was wirklich, wirklich klar ist, hat mir richtig Laune gemacht. Hab's ja nie gespielt und das mal zuallererst zu sehen, zu spielen und zu sehen, weil es halt eins war, das ich noch nie gespielt habe. Das war richtig, richtig gut. Ich hoffe mal, es hat auch ein bisschen gefallen. Leider natürlich wieder ein Projekt, das keine Sau interessiert, aber so ist es ja meistens. Aber ich habe es schon oft gesagt, wenn das der Grund wäre, hier Videos zu machen, dann könnte ich gleich nach Hause gehen oder könnte es einfach lassen. Denn dann würde ich einfach nur Offline-Zeug spielen. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ein bisschen schade ist es, dass es keiner guckt, aber ja, das war eher so eine Sache wieder für mich, dass ich das auch mal durchgespielt habe und habe mich halt dabei aufgenommen. Jetzt habe ich es zumindest für die Ewigkeit. Auf YouTube, ich weiß ja nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe ein bisschen was noch auf der hohen Kante. Nicht unbedingt, sondern ich habe ein bisschen was gebunkert, gelagert an Videomaterial, da passiert das nicht so viel. Tja, das war's. Das Ganze auch auf dem Kanal, alles Mögliche. Kann man sich auch mal angucken. Es gibt ja so viele Sachen mittlerweile. Was haben wir jetzt? Über 1300, 1400 Videos, keine Ahnung. Also da ist schon einiges mittlerweile, was man sich da angucken kann. Zwar auch vieles Älteres mit schlechterer Tonqualität, wo ich noch so ein Headset benutzt habe. Wo ein bisschen sehr viel stiller war. Aber naja, das hat sich auch gelegt mit der Zeit. Aber wer da Lust drauf hat, auf mal ein bisschen seichtere, langsamer, leichtere, ruhigere Kost, der kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Ja, ansonsten, was haben wir? Rollenspiele haben wir, Strategiespiele, wir haben Rennspiele, wir haben Fliegespiele, wir haben Schießspiele und so weiter. Naja, da dürft ihr was finden. Das auf jeden Fall hier wird hiermit beendet. War ganz nett, aber war sogar mehr als nett. Hat richtig Spaß gemacht, aber der Schluss, das muss nicht sein. Might & Magic 6 ist übrigens auch noch auf dem Kanal, kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Unter anderem. Also Might & Magic ist eine recht gute Serie. Mir macht Spaß. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao.